So, heute geht's zum nächsten Cruiser, Shopper, wie auch immer. Dieser Shopper, mitnehmen, ist komplett was anderes. Bei dem ist das Problem. Vorne die Bremse funktioniert gar nicht. Weil, das zeige ich euch. Erstens, Bremssattel veraltet locker. Zweitens, die Bremsscheibe. Die kann ich so hin und her drehen. Es ist Centerlock. Ich werde gucken, dass ich den wieder fixieren kann. Und ja, hoffentlich kriegen wir es hin, weil dieses Problem hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ebenso ist das die Bremse für vorne, die ist falsch montiert. Entweder werde ich dort einfach einen anderen Bremshebel für die rechte Seite aufpacken oder ansonsten den auf die linke Seite setzen. Rücktrittbremse hat er leider nicht. Läuft rückwärts, hat einen Freilauf. Die richtig coolen, dicken, breiten Felgen hinten sind 4, nee, 20 mal 4 ein Viertel Zoll. Also hätte ungefähr 4,2 Zoll circa. Ne? Also ungefähr so groß wie meine Fertigreifen. 4,2 von der Breite. Vorne ganz normal, ich glaube 24 mal irgendwas. Jo. Abgesehen davon, dass der Vorderreifen falsch rum montiert ist, also die Laufrichtung ist nicht richtig. Hat er, wo hat er? Jo. Genau, 24 mal 2,1 Zoll. Ist in Ordnung, aber den werde ich dann ganz zum Schluss einfach richtig umdrehen. Wie man sieht, wurde der Sitz, der Sattel, schon mal neu bezogen. Es hat jede Menge Flugrost, was nicht das Problem ist. Das kriegt man ganz leicht entfernt, wenn es nur Flugrost ist. Jo, ansonsten, die Kette gehört ein bisschen gespannt, aber da werde ich aber den Hinterreifen ein Stückchen nach hinten ziehen, dass da nicht mehr Spannung drauf ist. Ja, die Aufkleber entfernen, die werden nicht gewünscht, weil das sieht komisch aus. Also, esoterik retro, also nicht retro, sondern eher so esoterisch mäßig aussieht. Ja, ansonsten, Step by Step, werde ich jetzt einfach mal machen. Zuerst vorne die Bremse, gucken, dass ich das hinkriege. Dann die Rostflecken, so gut wie es geht, am Lenker sowie an der Gabel und hinten am Schutzblech entfernen. Reifen ein bisschen weiter nach hinten setzen, Kette einfach mal ölen. Ja, und dann Step by Step gucken, dass es halt wieder vernünftig fährt. Gut, anfangen werde ich mit dem Reifen vorne. Mal demontieren, mir mal anschauen. Vielleicht kriege ich es ja fest, weil es mit viel Glück einfach nur lose, einfach nur rausgeschraubt oder sowas. Mit viel Pech muss ich neue Felge organisieren. Aber das werde ich dann ja gleich sehen. Gut. Das Coole ist ja, dieser Motorradständer einfach nur nach hinten kippen, wie beim Roller. Der Cruiser hier, der stand eine ganze Weile in einem Schuppen. Und dementsprechend muss er wieder, ja, auf Vordermann gebracht werden. Immer lustig finde ich ja, dass die, die den hergegeben haben, gesagt haben, da war erst ein Fahrradmechaniker dran. Ja, also bei dem möchte ich mir kein Fahrrad machen lassen. Aber ist halt so.
Gut, ich stelle euch mal ein bisschen weiter nach hinten und ja, dann schauen wir uns mal alleine mal die Bereifung an hier, beziehungsweise die Bereifung dieses Stück hier. Auf jeden Fall Center Lock, aber ich glaube, da ist die Lockringscheibe einfach verschwunden. Wette mal ein bisschen. Das sieht schon richtig ausgenudelt aus. Jetzt warte mal. Oh. Alu-Späne, gar nicht gut. Schon richtig ausgenudelt. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja hin. Und so, die Bremsscheibe an sich sieht noch gut aus. Die müsste ich noch nicht tauschen. Das ist ein 160er, soweit ich weiß. Oh, die ist glatt gefahren. Jetzt schon gar kein Gewinde mehr drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich habe schon gar kein Gewinde mehr drauf, also da muss ich, glaube ich, eine neue holen. Aber ich werde es trotzdem mal eben schauen. Ich werde lieber Handschuhe anziehen. Wäre, glaube ich, ein bisschen sicherer und auch am Halten angenehmer. Reinkommen hier bei den krüppeligen Dingern. Na, geht noch. So, Gott sei Dank. Normalerweise müsste sie ja trotzdem fest, aber wenn ich sie jetzt an, wenn ich damit jetzt bremse, weil die dreht sich ja mit dem Reifen mit, dann wird sie sich jedes Mal wieder ausknudeln. Ich finde da den Stopper auch nicht. Habe ich es jetzt festgedreht. Wenn der Reifen nennt, ja, der dreht sich dann mit dem Reifen mit. Und wenn ich den dann ständig halte, dann wird er irgendwann wieder rauslaufen. Das ist nämlich, weil die Bremse auf der falschen Seite ist. Die Gabel falsch rum ist. Gabelschaft, der ist falsch rum.
Das wird lustig. Das heißt, Lenker runter, Vorbau runter. Die Schaftplatten, heißt es so? Gabelschaftplatten. Diese runter. Nein, ich brauche eigentlich nur. Na, ich brauche die eigentlich nur rausdrehen. Und einmal umsetzen. Ja, Gott sei Dank, noch einfacher. Werde ich mal versuchen. Man kann sich die nämlich nicht ausdrehen. Mal gucken, ob das der ist. Also ist gut, wenn ich sie draußen habe, dann kann ich sie nämlich gleich vernünftig entrosten. Bremse runter. Schrauben werden auch ersetzt. Bremskolben oder der Bremssattel, der ist schon. Da kommt ein neuer rein. Der ist von. Auch schon ein Ding, drei Ding, Ding, Dong. Dann werde ich einfach eine von Tektro reinsetzen. Ebenso eine mechanische, aber die sieht weit besser aus und bringt auch ein bisschen mehr, glaube ich. Wenn ich mir da so die Belege angucke. So, sehen lustig aus. Zeige ich euch dann. Dazu nehmen wir einfach nur einen Drahtschwamm. Wenn ich den jetzt finde. Einfach nur ein Drahtschwamm und ein bisschen Wasser. Nicht das Wasser, anderes Wasser. Oder halt andere Flüssigkeit. Ich werde dafür jetzt erstmal ein bisschen Universalöl nehmen. Mal ein bisschen drauf sprühen. Radspann einfach nur ganz leicht drüber. Und schon seht ihr einen riesen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber so ist jetzt. Und so vorher. Also, geht ganz gut.
brauchst nicht viel, immer nur ein bisschen. Und da braucht ihr keine Angst haben, ihr zerkratzt das dadurch nicht wirklich. Aber ihr sollt ja nicht dran rumschrubbeln und wegdrücken, sondern einfach nur einmal ein paar Mal drüber. Schon sieht das natürlich wieder ganz anders aus. So, das war Numero Uno, jetzt kommt Numero Dos. Extreme Stellen sind schon dabei. Die würde ich wahrscheinlich nicht ganz wegkriegen, aber versuchen kann ich es. Dieses Hartnäckige natürlich kriege ich nicht mehr weg. Möchte ich anders versuchen, aber das andere, das Flugrostmäßige, das ist schon mal weg und das ist schon mal gut. So, dann war das das erst einmal. Jetzt werde ich sie einbauen. Und zwar so, wie sie wirklich gehören. Nein, ich werde vorher oben drauf, da kann ich nochmal entrosten. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber immer dasselbe. Ja, ich hoffe, ihr seht's. Ihr macht dann nachher nochmal ein vernünftiges Bild davon und oder ja, nehmt sie hier auf, zeigt euch dann nochmal. Abnehmen und so. Aber
Ich werde mal ein Tuch nehmen. Glänzt er wieder. So. Ich werde jetzt mal gucken, habe ich noch solche langen Schraubellen? So, das waren die zwei von dem. Die waren unterschiedlich groß, ehrlich. Warum? Ja, ist halt so, Mechaniker halt, ne? Hm. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch die schwarzen rein. Gut. Lass mich los. So, wichtig dabei, noch nicht ganz festziehen, weil zuerst werden wir jetzt die Felge wieder reinsetzen, um zu schauen, ob das denn auch gerade ist. Gut, sie ist gerade, sie sitzt drinnen, jetzt können wir sie festschrauben. Ja, die Felge hat eine leichte 8, aber das ist nicht so schlimm. Gut, den wollte ich nicht mehr. Dann werden wir jetzt den Reifen wieder festschrauben.
einmal. Und nun werden wir Tektro am Sattel installieren. Und natürlich mit natürlich Adapter, aber ja, wie denke ich, scheiße aus, was sind das? Kommt schon raus. Wir werden einen neuen nehmen. Der passt. Und wir müssen schauen, ob wir passende Schrauben haben. Dann gehen wir schon an, sagt die Handschuhe. Gut, montieren wir mal den Bremssattel. Erstmal so. Gut. So, das ist erstmal da rein. Jetzt werde ich mal gucken wegen der Bremse.
wenn ihr den Griff nicht runterkriegt, einfach einen kleinen Schraubenzieher nehmen, kurz unterm Griff, ein bisschen Öl oder WD-40. Ein bisschen reinsprühen, ein paar Mal ein bisschen hin und her wurschteln, dann dreht sich das Ding schon. Einmal so gut wie es geht runter. Schrauben Sie heraus. Vielleicht soll ich den auch mal rausnehmen. Dann geht es auch weiter, wenn ich einen Stöpseldorf draußen habe. So, kann ich den Rest noch mal kurz machen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Bremse habe. Nö, habe ich nicht mehr. Aber ich kann noch einen Schlauch nehmen. Wenn er denn lang genug ist. Aber ja. Jetzt nehme ich noch einen Schlauch. Neue Bremszüge. Mal gucken, habe ich da vielleicht noch eine Schraube, eine saubere, vernünftige? Sieht schon besser aus. Gut, da werde ich jetzt den Griff wieder rauf tun, weil Bremse vorne links. Das trocknet dann eh schnell weg und dann ist das nicht so schlimm.
So, dadurch, dass derjenige, welche, die das gehört, circa meine Größe hat, ungefähr, werde ich jetzt den Bremsgriff auf mein Dings anpassen. Gut. Bremsseil, Bremsseil, Bremsseil. Jede Menge Bremsseile. Ich brauche aber nur eins und keine 150. Ich weiß, es ist zu lang. Mehr kürzen, ja. So, die fädeln wir jetzt da erstmal ein. Ja, ich bin ja auch ein Trottel. Ah ne, da hat ja jeder dieses Ding. Okay. Bin trotzdem Trottel, weil ich habe vergessen, die Kappe drauf zu machen. Ist halt so. Den. Okay, komm schon. Ach, das ist ein Hydraulikschlauch, ne? Scheiße. Mit dem Hydraulikschlauch komme ich auch nicht weit, ne? Und ich würde jetzt einfach mal dort hinten aus der Kiste abholen.
ungefähr die Länge. Habt ihr ja so ein 50 Meter Ding und so mutig ist das wurscht. Denn neuer Schlauch ist neuer Schlauch. Also den sollte ich für die Kamera auch vorstellen. Dafür gibt es eben nämlich immer so eine Zange. Die sind ganz geil. So eine Nadel da drin, dann kann man es nämlich schön auch vorstellen. So. Kappe. Okay. Gut, ist drauf. Einmal fixieren. Und noch gleich. Drauf. Fixieren. Ganz einfach. Vielleicht noch ein Stückchen zu lang, ne? Das kommt raus. Jetzt habe ich zwar eine Kappe verschmissen, aber. Gut. Das ist noch ein bisschen zu lang, das kürzen wir. Und auch dort Endkappe drauf. Das restliche Seil halt mit da auf. Wir können ihn ja ärgern. Ich mache dann eine pinke Endkappe drauf. Ja, ich mache das. Eine goldene.
Nein, so eine Pinke. Ich will Ihnen da jetzt so eine kleine pinke Endkappe draufklatschen. Finde ich geil. Das ist schon klar. Ein bisschen zu sehr gespannt, aber okay. Ja, und jetzt heißt es Bremsen einstellen. Mann, da wieder Bock drauf. Wenn ich nicht mit dem Indus-Schlüssel darum eiern will, nehme ich einfach die. Der kommt, der Wilde, ja. Noch nicht hundertprozentig, aber geht. So. Nun. Will ich mal gucken, dass ich den Hinterreifen weiter nach hinten ziehen kann. Und damit vielleicht die Kette ein bisschen spannen. So, das ist das alte Zeugs. Thank you.
Na, schon mal besser. Jetzt ist gut. So. So, auch hier seht ihr jede Menge Flugrost, ne? Gerade hier auf der Seite. Und das werde ich jetzt einfach versuchen, ein bisschen wegzuwurschteln. Ob es funktioniert, werde ich besser. Unterschied sieht man ja schon mal, ne? Also vorher, nachher, vorher, nachher. Also gerade hier seht ihr das ganz gut. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, das waren jetzt die Kurbelarme, Tretarme. Jo. Wenn man es mal so sieht, ne, bleibt nicht aus.
So, die zwei Schrauben wieder ran. Schreiben, ob ich eine vernünftige Mutter habe. Eine saubere. Die ist zu groß. Ja. Dann tausche ich die rostige Schraube auch gleich aus. Jetzt heißt es Ketten pflegen, Reifen kurz durchwaschen, also einmal einschmieren, die Felgen durchwaschen, aber dafür nehme ich aber den und dann hat sich das erledigt. Edelstahl und Chromreiniger. Thank you.
Wenn ich mich spiegeln kann, ist es gut. Passt schon. Ich will ihn nicht nehmen. So, rein theoretisch bin ich jetzt fertig. Wir haben jetzt gemacht, also ich, wir, wie auch immer. Gut, wir haben jetzt gemacht die Bremsen. Also wir haben dies. Schaftrohr oder Rohrschaft oder Lenker, nee, Gabelschaft haben wir richtig rum reingesetzt. Haben wir entrostet. Bremsscheibe haben wir fixiert. Neue Bremssattel drauf. Schlauch neu. Schaltzug neu. Lenker haben wir aufpoliert. Fender haben wir aufpoliert. Die Reifen haben wir ein bisschen poliert. Ja, die Aufkleber habe ich jetzt noch nicht abgemacht. Die sollten ja auch weg. Aber das mache ich gleich noch. Die Lampe will ich ja noch montieren. Diese Lampe kommt ja noch mit dran. Und dann dafür eine Schraube habt.
Gut, und die Klebereste nehmen wir jetzt Nitro. Ich werde erstmal mit dem Lappen davor gehen und dann eine ganze viel, damit ich da den Lack nicht runternehme. So, leider ist der Akku da gleich zu Ende, habe ich gerade gesehen. Ich nehme dann, wenn ich mit dem Aufkleber fertig bin, nehme ich dann mit meinem Handy das kurz auf und dann werdet ihr das gleich sehen.